Hey yo zusammen und herzlich willkommen zu Let's Play Sins of a Solar Empire. Schauen wir gerade mal ganz kurz. Ja, das läuft sehr schön. So, kurz, das heißt kurz vor, aber vor der Uni jetzt noch die Aufnahmen machen, die ich unter der Woche alle nicht geschafft habe. Sind zum Glück nur noch Sins. Und dann, so müsste es glaube ich passen. Und dann sehen wir da weiter. Das sollte dann schon gehen. Oh ja. Ich weiß nicht, ob ich es erzählt habe, aber ich habe die Bachelorarbeit bestanden. Ich glaube, ich habe es bei Herr der Ringe erzählt. Irgendwie, kurzzeitig mal. Bin mir aber nicht mehr sicher. So, jetzt. Wo muss ich hin? Wo sind wir? Wo muss ich... Unsere Verstärkung greift in die Schlacht. Was ist ein. Der Plan? Okay, der Plan ist, dass ich da hoch zum Verteidigen gehe. Der Rote hat ja alles. Wir sind ja verloren. What? Okay, ich glaube, wir verlieren das. Alle Geschütze bereit. Oh nee. Wo ist das Ziel? Wie Sie wünschen. Also ich glaube, wir verlieren das wirklich. Ich dachte, das sieht gut aus, aber vergiss es. Der Rote ist viel zu stark geworden. Wer braucht Luftunterstützung? Der geht ja gar nicht. Ihr Fliegerasse. Was jetzt, Commander? Ihre Befehle! Oh je, was soll ich nur tun? Ja, ich bin auch besorgt. Unsere Verstärkung greift in die Schlacht ein. Ja, dann. Wir haben schon go. Ein Kitzel im Abzugsfinger. Wir jetzt geht's los. Jetzt bin ich mal sehr gespannt, ob wir das schaffen. Endlich. So schlimm schaut das gar nicht aus. So. Nein, schaut nicht gut aus, aber. Ich bin Ihr schlimmster Albtraum. Erstmal den da vernichten. Ihre Befehle. Ja, das sehen wir dann schon. Ein Kitzel im Abzugsfinger. Wir brauchen ein Ziel. Ich glaube, ich muss mehr Truppen bauen, ja. Unsere Verstärkung genau. Greift in die Schlacht ein. Wohin, Commander? Und dann muss ich mir hier alles holen und dann alliierte mal gucken. Verstärkung ist eingetroffen. Es wird halt nicht einfach. Jaha, flieh, hau besser ab. Keiner erledigt den Job so gut wie ich. Ich habe halt einen Level 10 Titan, der ist halt schon ziemlich mächtig, würde ich mal sagen. Und das ist ein Titan der Stufe 6, der ist jetzt nicht schlecht, aber ob er gut ist, wird man bald sehen. Schilde eines unserer Großkampfschiffe sind unten. Was, so schnell? Üha. Guten Tag, Commander. Dann jawohl, hau mal ab. Commander. Sofort. Bereit, loszuschlagen. Ja, bombardier den Titan, hau drauf. Mehr Distanzschüsse mit Überladung. Ja, der Titan passiert. Sollte funktionieren. Nicht ausreichende Metalle. Hoffe ich. Sag mal so. Zusätzliche Credits benötigt. Alles bereit, ein paar Mücken zu erledigen. Wir haben schon ein Kitzel im Abzugsfinger. Der rennt aber schnell. Schon viel besser. Das ist leider nur ein Handelsposten. Schwer beschädigt. Boah, der stirbt mir jetzt gleich, oder? Das wäre halt schade. Kannst du vielleicht bitte jawohl, wegspringen? Commander. Sofort. Sie haben ein Problem mit dem Jäger? Kleinigkeit. Unsere Verstärkung greift in die Schlacht. Ich glaube, der schafft es nicht. Die gut. Plündern einen unserer Planeten. Der Titan ist... Was? Oh Gott, okay. Der Titan ist halt leider auch nicht sehr widerstandsfähig, ne? Nicht ausreichende Metalle. Das Großkampfschiff. Und ich meinte, der Titan ist nicht sehr wendig. Das ist das Wichtigste. Au. Verbündete Truppen werden angegriffen. Ah, überlebt das? Ist er tot? Noch scheint er zu leben. Bereit. Ja, der ist weggekommen. Okay, dann passt. Bereit, los zu so, und jetzt hau den Titan weg. Feindliche Truppen sind eingetroffen. Keiner erledigt den Job so gut wie ich. Kampfbereit. Schon hier springt besser. Da mal bitte weiter, weil hier tausend Gegner sind. In die Schlacht ein. Das gefällt mir auch nicht. Oh je. Nicht ausreichende Metalle. Was soll das denn? Wir haben schon ein Kitzel im Abzugsfinger.
Wir brauchen ein Ziel. Ja, dann haut drauf. Wie kann ich dienen? Ah, guck mal. Keiner erledigt den Job so gut wie ich. Die Loyalität ist auf einem unserer Planeten erschreckend niedrig. Die Loyalität... Oh, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Ich kann vor allem nichts machen, weil ich hier keine Komm, Forschung habe. Feinde im Anflug erfasst. Wo ist denn das? Ich brauch drei Zivil, kann ich nicht machen. Piraten plündern einen unserer Planeten. Ja, dann verliere ich den Planeten ja, ne? Schaut böse aus. Wir haben schon ein Kind mit kämpfen mit allen Mitteln. Wir brauchen ein Ziel. Unsere Verstärkung greift in die Schlacht ein. Die Schilde eines unserer Großkampfschiffe sind unten. Ja. Komm, Link, aktiv. Geschwaderführer hier. Fahren Sie fort. Übermittlung empfangen. Was ein Mist. Was ein Mist. Nein, der Titan, der macht sich schon, ne? So ist es nicht. Der kann hier alles kaputt hauen, aber... Verbündete Truppen werden angegriffen. Ihre Befehle! Der Rest ist halt... So soll es sein! Erstmal zurückziehen. Der Titan kann das im Alleingang machen. Wie ist der Plan? So wie es ausschaut. Ich kann halt auch gar nichts bauen gerade, ne? Nope. Kann ich nur abwarten. Ja, du sollst aber bleiben. Du sollst hier kämpfen. Du sollst ja nicht abhauen. Von enormen Ausmaßen wurde entdeckt. Alle Geschütze bereit. So. Will ja bloß den Rest meiner Truppen sammeln. Wir haben schon ein Kitzel im Abzugsfinger. So. Wir brauchen ein Ziel. Keiner erledigt den Job so gut wie ich. Ja, das Schlachtschiff muss weg. Komm, Link, online. Berechne Sprungkoordinaten. Nicht ausreichende Metalle. Genau. Dann die Korvette. Passt schon. Bereit, loszuschlagen. Wir werden jeden ja, einzelnen... Ja, greift doch jetzt hier an. Unsere Verstärkung greift in die Schlacht ein. Also ich glaube, der Titan müsste das überstehen. Wir werden jeden einzelnen von ihnen vernichten. Und dann kann er sich um den ganzen Kram hier kümmern. Rottet diese dreckigen Ratten auf! Er sollte zurechtkommen. Gegen den ganzen Kram. Die Piraten zerstören wir hier gerade noch. Das läuft. Wir haben den Kontakt ja zu einem unserer Planeten verloren. Das war halt die verfeindete Kultur. Und die wird mir auf den Hauptplaneten nehmen. Hier muss ich hin. Ist wichtig. Hört mal her, ihr Fliegerasse. Das ist wichtig. Wir haben schon ein Kitzel im Abzugsfinger. Wir brauchen ein Ziel. Jetzt kümmere dich um den ganzen Kram. Dann lasst uns mal ein paar Märtyrer erschaffen. Ich habe ja noch nicht ganz verloren, das ist ja das Ding. Ich kann ja theoretisch immer noch gewinnen. Herein. Theoretisch. Wo soll ich hin? So. Rüber da. Fahren Sie fort, Techcom. Übermittlung empfangen. Bereit. So. Eine verbündete Flotte ist eingetroffen. Ich kann ja nichts bauen, ne? Ihre Befehle! Dass die so nah am Titan rumstehen, ist auch nicht gut. Ab 7000 muss ich ihn aber zurückziehen, sonst wird mir das zu eng. Der müsste doch... Vorbereiten zum Phasensprung. Naja, der müsste doch bald hier Antimaterie bekommen. Schau mal, wie nah die hier stehen. Die müssen doch mega Schaden abbekommen. Oder? Theoretisch. Einer unserer Feinde baut irgendetwas Neuartiges. Ja, das ist das Problem. Komm, Link, aktiv. Schon viel besser. So, das Zeugs kann ich mir holen. Von enormen Ausmaßen. Die Extraktoren, die brauche ich. Nicht ausreichende Metalle. Ja, wie immer.
Alliierte Verstärkung ist eingetroffen. So, wie schaut der Titan aus? Bereit, lebt noch. Unsere Verstärkung greift in die Schlacht ein. Dann lasst uns mal ein paar Märtyrer erschaffen. Naja. Noch hält er durch, aber auch nochmal lang. Der dreht sich halt die ganze Zeit. Eine alliierte Kolonie ist verloren. Okay, jetzt haben wir verloren. Wir erledigen das. Ich glaube, das wird nichts mehr. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich glaube, das wird nichts mehr. Schwierig, das ist eine sehr schwieriger Level. Ich frage mich halt auch, wie die KI es schafft, immer so explosionsartig Flotten aufzubauen. Bei der Zeit, wo die halt Flotten haben und Tech und alles andere, habe ich halt gar nichts. Das ist halt schon ein bisschen seltsam. Hört mal her, ihr Fliegerasse. Ne? Eintritt in den Phasenraum! Das ist schon ein bisschen seltsam. Geben Sie mir doch mal was zu tun! Unsere Verstärkung greift in die Schlacht ein. Aber gut, jetzt schauen wir mal. Vielleicht kann ich mir doch noch hier alles holen und ihnen das mal schauen. So Stück für Stück. Feindkultur. Die muss ich halt vernichten. Ich muss irgendwo die Feindkultur wegkriegen. Wir haben schon ein Kitzeln im Abzugsfinger. Wir brauchen ein Ziel. Ja, die gehen dahin. Jetzt kann ich's einnehmen. Commander. Wo ist denn mein schöner... Habe ich den nicht mehr? Doch. Nein. Doch. Dann kolonisiere. Besser als nichts, sich das zu holen. Aber ich glaube, ich bin jetzt alleine, oder? Ja, der ist tot. Eine neue Kolonie wurde gegründet. Böse. Jawohl, Commander, sofort. Bin dabei. So soll es das sein. Ist natürlich böse. Haben Sie was für mich? Komsat hat Feinde im Anflug erfasst. Und weg sind wir. Ah, schon wieder ein paar Piraten. Oh. Ja gut, aber ich hab eine Sternenbasis. Die Schilde eines unserer Großkampfschiffe sind unten. Das geht schon. Was? Bereit, loszuschlagen. Von wem? Piraten plündern einen unserer Planeten. Ja, aber das ist ja kein Problem. Wir. Das geht ja. Ein Energieanstieg von enormen Ausmaßen wurde entdeckt. So. Eintritt in den Phasenraum. Es wäre natürlich cool, wenn ich es hinkriegen würde, hier noch eine Sternenbasis hinzubauen und die aufzurüsten. Das wäre ein großer Vorteil. Das probiere ich auch. Unsere Verstärkung greift in die Schlacht ein. Die hier müsste ja... Oh, die ist schwach. Oh, die ist ja wirklich schwach. Wir haben schon ein Kitzeln im Abzugsfinger. Pass auf, dann kämpfen wir erstmal hier kurz gegen die Piraten. Das muss jetzt sein. Und dann holen wir uns die Planeten. Piraten sind unterwegs. Ja, es geht halt nicht anders. Ich kann es nicht ändern. Die Piraten sind halt einfach böse. Eintritt in den Phasenraum. Das ist halt einfach so. Unser Planet wird belagert. Ja, das ist das Problem. Die Sternenbasis ist halt nicht sehr stark. Ich meine, das sind nicht viele Piraten, aber... Unsere Verstärkung greift in die Schlacht ein. Eigentlich ist das halt gar nichts, ne? Ihre Befehle! So. Konstruktionskreuzer darüber. Dass der die ganze Zeit mit der Loyalität hier rummachen kann, ist extrem nervig. Da muss ich wirklich gucken, dass ich irgendwie... zivile Forschungsbasen hinbekomme. Vielleicht muss ich die Militärlabore hier abbrechen. Dass ich hier das Zeugs bauen kann. Ach, hier oben geht das an ja gar nicht. Oh, ich bin so dämlich. Habe ich hier noch zivil, Militär. So. Bereit loszuschlagen! Dann kämpfen wir jetzt da oben. Wir erledigen das. Gehen so rum. Obwohl, ich weiß noch nicht. Das müssen Sie uns nicht zweimal sagen. Der kann nicht kolonisiert werden. Und weg sind wir.
Ist klar. So, spreng endlich den Mist. Ich muss hier forschen, Mann. Komsat hat Feinde im Anflug erfasst. Ja, das ist noch nicht so schlimm. Militär, zivil. Komm schon, explodier endlich. Zivil. Wir haben den Kontakt zu einem unserer Planeten verloren. Das ist schon wieder verloren. Feindliche Truppen sind eingetroffen. Na gut, das ist halt das Ding mit der Loyalität, ne? Da muss ich mich jetzt echt dranhalten, dass ich hier das Übertragungszentrum hinbekomme. Eintritt in den Phasenraum! Zivil. Brauche ich noch eine kleine. Ja, gut, die. Boah, puh. Was können wir denn noch wegschmeißen hier? Unsere Flotte wird angegriffen. Logistikkapazität kann nichts mehr machen. Unsere Verstärkung greift in die Schlacht das ein. Das ist natürlich doof. Ich glaube, die Titangießerei zu schmeißen bringt mir nichts. Dann schmeiße ich jetzt eine kleine Werft. Hilft nichts. Ich kann auch die große schmeißen, aber die ist halt teurer. Wir haben schon ein Ziel. Sag mal, wieso greift denn der mich an? Wir brauchen ein Ziel. Kann man mir das mal bitte erklären, was das soll? Phasensprung abgeschlossen. Das ist doch eigentlich mein Verbündeter. Die Schilde eines unserer Großkampfschiffe sind unten. Wow. Bauwerk komplett. Das hätte mir mal einer sagen müssen. Okay, krass. Ja, dann ist es vorbei. Ja, wusste ich ja nicht. Das wusste ich ja nicht. Wenn das jetzt stirbt, das Schiff wäre doof. Krass. Wie ungut. Ich hätte gedacht, der ballert nicht auf mir rum. Komsat hat Feinde im Anflug erfasst. Huch. Eintritt in den Phasenraum. Ach, jetzt stirbt mir hier alles weg. Oh Gott. Erlösungsmaschine. Ja, die ist halt auch böse, ne? Die ist halt auch böse. Unsere Verstärkung greift in die Schlacht ein. Ja, das wird nichts. Feindliche Truppen sind eingetroffen. Ich glaube, da muss ich mich geschlagen geben. Großkampfschiffe ist schwer beschädigt. Da geht nichts mehr. Schon wieder Piraten. Irgendwie muss ich das anders machen, aber ich weiß nicht wie. Ich weiß es einfach nicht. Bereit loszuschlagen! Also ein Titan alleine reicht nicht, um das Spiel zu gewinnen. Komsat hat Feinde im Nein, Anflug erfasst. Tut es nicht! Unser Planet wird belagert. Wie doof. Ja, nee, das war's. Da kann ich aufgeben. Das ist Ende. Jo, muss ich mal gucken, was ich da mache. Ich weiß es nicht. Das ist ja schwierig. Aber gut, ich weiß noch nicht, ob ich es nochmal probiere oder nicht. Das muss ich mal sehen, die Tage. Keine Ahnung. Erstmal ist es natürlich ein bisschen frustrierend. Einerseits wäre es natürlich eine schöne Herausforderung, an dem Spiel zu wachsen und das irgendwie gewuppt zu bekommen. Andererseits ist es doch sehr frustrierend, nicht zu wissen, was ich hätte anders machen müssen. Wahrscheinlich sehr viele Dinge. Aber es ist nicht leicht, sich ein Imperium aufzubauen. Vielleicht muss ich viel aggressiver spielen, weit weniger so forschen und sowas. Also schon forschen, aber halt nicht so schnell auf den Titan gehen, sondern halt einfach Planeten einnehmen und Wirtschaft hochboosten. Einfach nicht durch groß viel Forschung am Anfang, sondern einfach durch die Masse, einfach durch Planeten einnehmen, Extraktoren bauen, Zeugs bauen und dann den Gegner zuspammen, ich weiß es nicht. Könnte sein. Muss ich mal ausprobieren. Aber ich glaube, ich weiß nicht, ob ich jetzt sofort noch welche Aufnahmen mache, das muss ich sehen. Erstmal bin ich jetzt hier fertig, bedanke mich fürs Zuschauen, was demnächst so kommt, weiß ich noch nicht, muss mal gucken. Wie immer einen wunderschönen Tag, macht's gut, bis dann, ciao. Hey yo und vielen Dank fürs Anschauen des Videos. Wenn ihr mich unterstützen wollt, klickt einfach auf den Daumen rauf Button. Habt ihr irgendwelche Wünsche, Feedback oder Vorschläge? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ihr könnt außerdem meinen Kanal abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen. Ich wünsche euch einen wunderschönen und stressfreien Tag. Macht's gut!
Thank you.